So, hallo, herzlich willkommen, guten Morgen zu diesem ersten Livestream hier im Kurs Mobile Apps für Android. Ich hoffe, Sie können mich alle hören, Sie können mich alle sehen. Die Qualität von Video und Audio passt auch ungefähr, das hoffe ich. Und damit ich weiß, dass Sie da sind, würde ich mich freuen, wenn Sie vielleicht auch kurz einfach Hallo in den Chat reinschreiben, denn der Chat wird jetzt zumindest für diese Livestreams unser Kommunikationsmedium der Wahl sein. Das heißt, da können Sie mich jederzeit erreichen, mir oder auch den anderen Leuten im Kurs schreiben, was Ihnen gerade zu dem einfällt, was ich Ihnen hier so vormache, oder so wie jetzt einfach nur kurz Hallo sagen. Während Sie das machen, während Sie im Chat Hallo sagen, schaue ich das erste Mal auf meinen kleinen Zettel, weil ein bisschen was müssen wir heute organisatorisch auch abarbeiten. Ich muss Ihnen so ein bisschen vorstellen, was wir eigentlich vorhaben, wie das Ganze hier ablaufen soll. Deshalb habe ich mir eine Liste geschrieben und ich kann schon mal abhaken, dass ich Sie begrüßt habe und dass Sie selber auch im Chat den Kurs begrüßt haben. Und ich kann auch schon abhaken, dass ich Ihnen gesagt habe, dass Sie im Chat jederzeit Fragen stellen können. Wir haben ja noch ganz, ganz viele andere Kommunikationsmedien, die wir im Kurs einsetzen können, aber jetzt in diesem Stream ist das im Chat die Wahl oder das Medium der Wahl. Ich habe das auch immer im Auge. Ich kann nicht immer sofort darauf reagieren, aber wenn Sie mir irgendwas schreiben, dann können Sie sich sicher sein, dass ich das irgendwann lese. Im Idealfall relativ kurz nachdem Sie es geschrieben haben und dann kann ich auch gleich darauf eingehen. Vielleicht eine ganz kurze Einordnung, wo Sie eigentlich hier gerade sind und warum das jetzt über Twitch oder irgendwie eine vielleicht unbekannte Plattform hier abläuft. Sie sind erstmal in einer optionalen Zusatzveranstaltung zu dem VHB-Kurs Mobile Apps für Android. Was ist das? Das ist ein Kurs, den Sie in der Virtuellen Hochschule Bayern in der VHB besuchen können. Vielleicht, weil das in Ihrem Studiengang vorgeschrieben ist, vielleicht, weil Sie es einfach interessiert oder weil Sie Zusatzpunkte oder sowas erbringen möchten. Und in diesem Kurs, es ist ein reiner Online-Kurs, geht es darum, dass Sie herangeführt werden an die Entwicklung von mobilen Anwendungen für das Betriebssystem oder vielleicht besser gesagt für die Anwendungsplattform Android. Das machen wir in diesem Semester und ich werde Ihnen später auch noch ein bisschen genauer sagen, worum es in diesem Kurs dann ganz konkret inhaltlich geht. Vorweg nur schon mal, es geht nicht nur darum, dass Sie Android lernen, sondern dieser Kurs dient auch dazu, dass Sie besser lernen zu programmieren oder vielleicht noch ein bisschen konkreter, besser lernen Software zu entwickeln. Also wir versuchen hier Ihre Fähigkeiten ganz allgemein auf dem Gebiet der Programmierung und der Softwareentwicklung zu verbessern und wir machen das ganz konkret vor dem Hintergrund der Plattform Android. Das heißt, da beschäftigen wir uns ganz konkret mit. Sie lernen, wie Sie einfache Anwendungen selber entwickeln können, aber das alles auch aus dem Grund, damit Sie insgesamt auch außerhalb von diesem System Android gute Software entwickeln können. Das heißt, da sind Sie jetzt im Moment. Sie haben sich aus irgendeinem Grund für diesen Kurs interessiert, sich eingeschrieben, haben mitbekommen, dass es diesen Stream gibt heute um 8:30 Uhr. Und sind jetzt da und erwarten wahrscheinlich, dass ich Ihnen ein bisschen sage, worum es geht. Wir müssen das nicht immer montags um 8:30 Uhr machen. Um das Ganze kurz einzuordnen, dieser Livestream hier, das ist eine, habe ich schon gesagt, optionale Zusatzveranstaltung. Die biete ich deshalb an, weil ich persönlich auch finde, dass nach irgendwie 2 Jahren Online-Unterricht ist ein bisschen albern wäre in einem Kurs, in einem Kurs, der von sich aus heraus schon immer ein Online-Kurs gewesen ist, nicht auch auf solche Sachen zurückzugreifen. Sie können das komplett ignorieren. Sie können sich mit den Inhalten beschäftigen, die im Ilias-Kurs bereitgestellt werden, mit den Übungsblättern etc. etc. Aber wenn Sie möchten, dann gibt es immer diesen Livestream, in dem wir uns dann nochmal gemeinsam diese Sachen anschauen, auch die Übungsblätter ein bisschen vorbereiten und ich versuche Ihnen so ein bisschen was zu zeigen, immer vor dem Hintergrund der Entwicklung von Android-Apps, aber natürlich auch mit diesem anderen Ziel, vielleicht Sie so auf ein paar Dinge hinzuweisen, wie Sie noch besser programmieren könnten oder wie ich zumindest glaube, dass Sie besser programmieren könnten. Ob das dann die
einzige Wahrheit ist, werden wir sicherlich diskutieren. Aber das Ganze ist eine Zusatzveranstaltung, die müssen Sie nicht besuchen, die können Sie besuchen. Sie können sich, wenn Sie möchten, die Aufzeichnung danach anschauen. Und nochmal, wir müssen das nicht unbedingt um 8.30 Uhr in der Früh machen. Das habe ich jetzt für die erste Woche so gewählt, weil das wahrscheinlich der Termin ist, an dem Sie alle noch ehest Zeit haben. Sie besuchen ja noch andere Kurse, wahrscheinlich auch die meisten hoffentlich in Präsenz. Wir können das im Laufe dieser Woche dann über unsere verschiedenen Kommunikationswerkzeuge und Plattformen noch genauer klären. Vielleicht finden wir dann noch irgendwie einen Termin, an dem noch mehr Leute Lust und Zeit haben, dazu zu stoßen. Erstmal heute Morgen nur deshalb erster Termin im neuen Semester, zumindest für die Leute, die an den Unis studieren, beginnt ja heute die Vorlesungszeit. Und das war einfach der Termin, der war am wahrscheinlichsten noch frei ist. Das heißt auch, dass wir heute nicht allzu lange uns hier im Livestream beschäftigen werden miteinander, weil Sie sicherlich im Anschluss auch noch andere Kurse haben. Das heißt, wir versuchen heute ein bisschen organisatorische Sachen zu klären und dann werfen wir gemeinsam einen ersten Blick auf Android Studio, bauen vielleicht eine kleine Hello World App schon mal zusammen, aber ausufern werden wir das jetzt nicht machen. Wenn wir einen besseren Termin finden, können wir das Ganze auch gerne länger machen und dann auch komplexere Beispiele behandeln. Also es sind hier in einem Livestream zum VHB-Kurs, ich habe Ihnen gesagt, worum es ungefähr geht und würde jetzt gerne vielleicht Sie mal fragen, was so Ihre Meinungen, Eindrücken, Vorstellungen zu diesem Kurs sind. Und wir müssen das ein bisschen ad hoc machen. Wir haben ja jetzt im Moment nur den Chat als Kommunikationsplattform. Ich würde Ihnen jetzt einfach ein paar Fragen stellen, Ihnen so eine Skala geben, auf der Sie vielleicht Ihre Antwort einschätzen können. Und dann können Sie einfach mal in den Chat so eine Nummer reinschreiben. Zum Beispiel eine ganz einfache Frage, wie gefallen Ihnen denn persönlich solche Lehrveranstaltungen so ganz früh am Morgen? Ist das irgendwie überhaupt nicht Ihr Ding? Schreiben Sie eine 1 rein oder finden Sie das irgendwie klasse, schreiben Sie eine 5 rein. Also versuchen Sie mal, sich da irgendwie zu verorten. Was halten Sie von Lehrveranstaltungen so früh am Morgen? 1 finde ich gar nicht gut, 5 ist genau die Zeit für mich. Schreiben Sie das mal in den Chat rein. Schreiben Sie gerne. Scheuen Sie sich nicht. Sie sind hier auch übrigens komplett anonym. Können ja einfach Ihren Twitch-Account verwenden. Da habe ich in der Regel keine Möglichkeit, Sie jetzt irgendwie zu identifizieren. Okay, also irgendwie so ein Mittelding. Vielleicht finden wir dann ja auch noch eine Zeit, die besser funktioniert. Vielleicht noch eine Frage: Wie finden Sie das allgemein mit Twitch hier? Ist das eher was Sie lieber nicht nutzen würden für so eine Art von Veranstaltung? Oder finden Sie das total super? Also 1, bitte kein Twitch mehr, wobei die Entscheidung habe ich ja getroffen. Und 5, finden Sie eigentlich super oder finden Sie zumindest sehr interessant, das mal über so eine Plattform zu machen? Also was halten Sie so von Twitch als Lernplattform oder Twitch als Plattform für diese Art von Veranstaltung? Kurs 1. Finde ich überhaupt nicht toll. 5 finde ich super toll. Okay, das ist ja schon mal gut. Dass das generell ganz gut schon mal zumindest in Ihrer Erwartungshaltung ist. dann vielleicht noch eine Frage. Wie motiviert sind Sie denn bezüglich dieses Kurses? Also Semester fängt jetzt an, wir starten das erste Mal in den Kurs. Muss man sich ja auch die Frage stellen, wie motiviert geht man daran? Skala vielleicht so, ich mache das halt, weil es irgendwo im Modulhandbuch steht, wäre eine 1 und ich wollte schon immer mal Android-Apps programmieren und bin jetzt super motiviert und kann es kaum erwarten, dass der Kurs losgeht, das wäre eine 5. Wo würden Sie da also Ihre persönliche Motivation sehen oder einsortieren? Okay, auch relativ hoch, würde ich sagen. Das freut uns.
Dann vielleicht letzte Frage. Da können Sie auch einfach nur Ja oder Nein schnell in den Chat reinschreiben. Haben Sie sich denn schon die ersten Lernmaterialien, die wir letzte Woche im Ilias-Kurs veröffentlicht haben, schon angeschaut? Also ich habe schon so einen kleinen Foliensatz zu dem Kurs allgemein veröffentlicht und einen zu ja, den ersten Grundlagen, den Werkzeugen, die wir so einsetzen. Und ein Übungsblatt ist ja auch schon online. Haben Sie sich das schon angeschaut? Ja, nein. Haben Sie schon einen ersten Blick auf die Lernmaterialien zu dieser Woche geworfen? Okay. Also eher nein. Da bietet es sich ja an, dass ich eh vorgehabt habe, Ihnen nochmal so ein bisschen die Plattform zu zeigen. Ich würde jetzt mal kurz auf meinen Bildschirm wechseln, auf meinen Rechner wechseln. Und dann kann ich Ihnen so ein bisschen zeigen, was wir für Plattformen einsetzen. Und wir können uns nochmal gemeinsam anschauen, wo Sie denn diese Lernmaterialien dann tatsächlich finden würden. An der Stelle auch nochmal ein kleiner Hinweis, warum wir das jetzt mit Twitch machen und nicht mit Zoom oder irgendwelchen anderen Plattformen. Erstens finde ich es ganz nett, diese Idee, dass das wirklich öffentlich ist, dass überall auch Leute, die überhaupt nichts mit unserem Kurs zu tun haben, hier vielleicht dazukommen können, wenn sie das irgendwie interessiert. Vor allem, weil Leute, die das interessiert und von außen kommen, vielleicht auch gutes Feedback haben, uns bei den Sachen helfen können, die wir so machen. Das Zweite ist, ich habe theoretisch ein bisschen mehr Möglichkeiten, was ich mit Ihnen machen kann. Ich kann ein bisschen besser hier meine Technik einrichten und für so einen Online-Kurs ist das immer ganz angenehm. Heißt aber nicht, dass das Ganze fehlerfrei funktionieren wird. Es wird bestimmt jetzt bei den ersten zwei Malen, ist ja jetzt ein bisschen länger her, seit die letzte Vorlesung gehalten worden ist, haken. Aber generell haben wir hier ein ganz gutes Setup für ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die wir so tun könnten. Jetzt aber wechseln wir mal zu meinem Bildschirm und ich zeige Ihnen ein bisschen was zu den verschiedenen Werkzeugen, die wir im Kurs einsetzen. Das hier ist die VHB, die Virtuelle Hochschule Bayern, zumindest die Kursansicht. Ich kann Ihnen nichts zu dieser Plattform sagen. Ich habe keine Ahnung, wie die als Student oder Studentin bei Ihnen ausschaut. Ich kann Ihnen keinerlei Hilfe geben, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Sie müssen sich, wenn es irgendwie mit der VHB Schwierigkeiten gibt, idealerweise mit Ihren Kommilitonen und Kommilitoninnen abstimmen oder sich direkt an den Support wechseln. Und der Grund, warum ich Ihnen da nicht helfen kann, ist, dass ich selber auch gar keinen Account habe. Das hier, was Sie hier sehen, ist alles, was ich irgendwie in der VHB sehe. Ich habe von Kollegen aus Passau ein Passwort zugeschickt bekommen. Ich kann da irgendwie dafür sorgen, dass Sie den Ilias-Kurs durch so einen Button hoffentlich finden. Aber viel mehr kann ich nicht tun. Also VHB ist was, da sind Sie komplett auf sich alleine gestellt. Sie sollten sich unbedingt dort anmelden zu dem richtigen Kurs. Aber leider, leider, leider kann ich Ihnen nicht helfen, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Vielleicht können Sie mir mal ganz kurz bestätigen, bei denen, wo das vielleicht sogar schon mal funktioniert hat, wenn man sich da angemeldet hat, in dieser VHB, dann sieht man irgendwann einen Button zum Kurs, oder? Das ist die Schnittstelle aus der VHB heraus in den Ilias-Kurs. Wäre super, wenn das irgendjemand mal bestätigen könnte. Nicht, dass ich mir irgendwie was vorstelle, was ich leider nicht nachprüfen kann, und das nicht stimmt. Okay. Okay. Also scheint so zu funktionieren. Ich habe mitbekommen, dass es am Wochenende ein paar Probleme gibt. Ich hoffe, dass die behoben sind. Eine Sache, die ich Ihnen sagen kann, wenn Sie das einmal geschafft haben, sich in der VHB anzumelden und diesen Button sehen zum Ilias-Kurs, dann können Sie im besten Fall diese VHB für den Rest des Semesters mehr oder weniger ignorieren, weil wir im Ilias-Kurs eine kleine Anleitung
veröffentlicht haben, wie Sie sich auch direkt in den Ilias-Kurs anmelden können. Das ist normalerweise nicht vorgesehen. Sie müssen immer diesen Umweg gehen. Aber wenn Sie sich ein bisschen 5 Minuten hinsetzen, dann finden Sie eine Lösung dafür, wie Sie sich direkt im Ilias-Kurs anmelden können. Da müssen Sie nur noch einen Bookmark setzen und Ihre Zugangsdaten im Browser speichern und dann finden Sie ganz, ganz schnell die Lerninhalte. Schauen wir mal gemeinsam in diesen Ilias-Kurs rein. Der schaut so aus, wenn Sie aus der VHB dort ankommen. Das ist die E-Learning-Plattform der Universität Passau. Vielleicht mal eine kurze Frage, woher kommen Sie eigentlich so universitäts- oder hochschulmäßig? Vielleicht können Sie mal ganz kurz in den Chat reinschreiben, einfach die Stadt, in der Sie studieren. Also studieren Sie in Regensburg, studieren Sie in Passau, studieren Sie irgendwo anders? Okay, ganz, ganz unterschiedliche Orte. Wenn Sie in Passau studieren, wird Ihnen das hoffentlich bekannt vorkommen. Das ist ja die E-Learning-Plattform, die Sie auch für andere Kurse einsetzen. Wenn Sie in Regensburg studieren, dann nutzen wir da ja eher dieses GRIPS, dieses Moodle-basierte System. Im Grunde genommen ist es aber alles das Gleiche. Das ist einfach eine Seite, wo wir die ganzen Lernmaterialien veröffentlichen und Sie sich die anschauen können, sich herunterladen können. Sie können über ein Forum mit uns sprechen. Wir können Umfragen veröffentlichen, solche Sachen. Also eigentlich relativ wenig, was wir neu erklären müssen. Schauen Sie sich da ein bisschen um. Und Sie finden da unter anderem hier so eine Rubrik Vorlesungs- und Übungsmaterial. Und da werden jetzt sukzessive für die verschiedenen Lerneinheiten, wir hangeln uns im Rahmen des Semesters ja durch so 14 Lerneinheiten, glaube ich, wöchentlich, die Materialien veröffentlicht. Da sind dann immer ein Unterordner für jede Woche zu finden. Da drin sehen Sie einen Foliensatz, mit dem Sie arbeiten können. Die werden im Laufe des Semesters immer interaktiver, hoffentlich. Sie sehen bei einigen Sachen ältere Vorlesungsaufzeichnungen. Da müssen Sie selber schauen, ob Sie damit gut zurechtkommen. Die sind schon relativ alt. Das sind gute Vorlesungen, die für die allgemeinen Themen. Entschuldigen Sie, dass ich ab und zu huste, aber das ist jetzt tatsächlich die erste Vorlesung wieder nach 2 Monaten Pause. Muss man sich erst wieder dran gewöhnen, so lange zu sprechen. Diese Videos sind alt, die es dazu gibt. Die sind aber nicht unbedingt schlecht. Alles, was sehr spezifisch zu Android dort gesagt wird, ist wahrscheinlich veraltet. Da konzentrieren Sie sich lieber auf das, was ich sage. Aber in diesen Videos steckt natürlich auch irgendwo so ein bisschen unvergängliche Weisheit. Das, was da drin steht über Software Engineering, über Programmiertechniken, das ist nicht unbedingt so veraltet. Also vielleicht lohnt es sich mal, in ein oder zwei von diesen Videos reinzuschauen. Die sind auch meistens so geschnitten, dass die relativ kurz sind. Vor allem aber die Folien, vielleicht das, was ich im Stream sage und die Übungsblätter und die weiteren Materialien, die wir so veröffentlichen, berücksichtigen. Wir haben auch immer so eine Lernstandskontrolle für Sie vorbereitet. Das heißt, Sie können sich dann, wenn Sie sich mit allen Materialien beschäftigt haben, so ein kleines Quiz anschauen und schauen, ob Sie da alle Fragen beantwortet haben. Ich bin ganz ehrlich mit Ihnen, das ist ein Quiz, was mehr oder weniger prüft, ob Sie die Folien sich angeschaut haben. Und ich würde das nicht überinterpretieren. Das ist ein erster Schritt innerhalb dieses Lernprozesses. Was für Sie am allerwichtigsten ist, um herauszufinden, ob Sie im Kurs mitkommen, ob Sie an der richtigen Stelle schon das richtige wissen, ist das hier, nämlich die Übungsblätter. Zu jeder Woche gibt es eine Übungsaufgabe. Da können wir auch gleich mal reinschauen. Die sind in so einem externen System vorbereitet. Dauert am Anfang immer kurz, bis das geladen wird. Und dann ist das hier so ein Online-Handout. Das ist jetzt in der ersten Woche sehr, sehr umfangreich, weil wir ganz, ganz viel Hintergrundinformationen mit oder für Sie aufbereiten an der Stelle. Später sind das ganz klassische Übungsblätter. Wir sagen Ihnen, was Sie implementieren sollen.
wir ordnen das ein in den Kurskontext, welche Inhalte sind wichtig, welche Sitzungen sind wichtig. Wir geben Ihnen eine Vorgabe, mit der Sie loslegen können und dann arbeiten Sie schrittweise, werden auch immer so Zwischenziele definieren in diesen Übungsblättern auf eine kleine fertige App hin. Und das ist das, mit dem Sie herausfinden, ob Sie noch am Ball sind, ob Sie an der richtigen Stelle aufgepasst haben und ob Sie im Kurs schon so weit sind, wie Sie tatsächlich auch sein sollten. Denn wenn Sie diese Übungsblätter im Laufe dieser Woche dann erledigt haben und eine halbwegs gute Lösung implementiert haben, dann können Sie sich sicher sein, dass Sie das, was Sie zu diesem Punkt wissen müssen, auch tatsächlich wissen. Also eigentlich sind diese Übungsblätter sowohl Trainingsmaterial als auch für Sie dann so eine Lernstandskontrolle. Wenn Sie mit unserer Hilfe dort zurechtkommen und das gut implementiert haben, dann sind Sie so weit, wie Sie sein sollten und können sich dann den nächsten Lerneinheiten widmen. Sie finden auf diesen Online-Übungsblättern auch immer so ein paar Links zu Materialien, die vielleicht an der Stelle nochmal wichtig sein könnten. Jetzt im Anfang steht da noch nicht so viel, aber später verweisen wir vielleicht auf andere Übungsblätter, auf bestimmte Foliensätze oder so. Und Sie finden dort beim ersten Übungsblatt auch nicht immer die Hinweise zu bestimmten Android Studio Projekten, die Sie als Grundlage benutzen können, diese Starter-Pakete, die wir für Sie vorbereiten meistens. Sie finden dort auch dann später Lösungsvorschläge von uns. Also für jede Übungsaufgabe gibt es einen kommentierten Lösungsvorschlag, wo wir Ihnen sagen, wie wir das implementiert hätten. Und da können Sie sich das dann mit Ihrer Lösung vergleichend anschauen. Das ist keine Musterlösung, also alles, es gibt andere Lösungen, die genauso valide sind. Das ist immer nur ein Vorschlag von uns. Discord-Server kann ich gerne schnell versuchen, den zu posten. Geben Sie mir eine Minute. Ich hoffe mal, das ist jetzt der richtige Link. Schauen Sie mal, ob das der richtige Link sein könnte. Wenn nicht, dann geben Sie nochmal Bescheid. Und dann suche ich den richtigen Link nochmal raus. Ich habe den jetzt einfach mal kopiert vom Übungsblatt. Ich hoffe, dass es der richtige ist. Also, einfach mal kurz Rückmeldung geben, ob das auch wirklich der Android-Discord ist. Mittlerweile gibt es ganz, ganz viele Discord-Server. Aber das sollte der sein. Also, so viel zu diesem Assignment-Viewer und zu diesem diesen Übungsblättern. Sie werden sehen, wie das Ganze funktioniert und Sie finden die Links dazu immer in dem VHB, in dem ILIAS-Kurs, in diesem Lernpaket für die jeweilige Woche. Noch ein Hinweis, ich werde diese Lernpakete immer dann veröffentlichen, wenn ich sie überarbeitet habe. Es gibt ein paar Foliensätze, die noch ein bisschen veraltet sind. Ich habe im letzten Sommer einiges überarbeitet. Ich werde das jetzt in diesem Semester wieder genauso machen, sodass wir dann hoffentlich alle Materialien auf einem aktuellen guten Stand haben, mit dem Sie arbeiten können. Die sind nicht von Anfang an alle verfügbar, aber heißt auch nicht, dass wir die jetzt immer nur 5 Tage vor dem Livestream oder so veröffentlichen. Die werde ich veröffentlichen, sobald sie fertig sind. Das heißt, wenn Sie möchten, können Sie dann auch ein bisschen vorarbeiten. Wenn Sie sich leicht tun, müssen Sie aber nicht. Die Idee ist, dass Sie sich jede Woche mit einem bestimmten Thema beschäftigen. Wenn Sie möchten und die Materialien schon zur Verfügung stehen, können Sie natürlich auch gerne schon einen Blick in die Materialien der nächsten Woche werfen. Was wir wahrscheinlich immer am Donnerstag veröffentlichen werden, ist das Übungsblatt, das bearbeitet wird. Einfach deshalb, weil wir da, und ich mache den Kurs nicht alleine, ich habe auch noch 2 Tutoren, die mir helfen. Ich weiß gar nicht, ob da jemand im Stream dabei ist von denen. Wenn ja, könnt ihr ja mal kurz Hallo sagen im Chat. Aber wir überarbeiten diese Übungsblätter wirklich bis zur letzten Minute, weil wir die perfekt machen möchten, was den Text angeht, was unsere Lösungsvorschläge angeht, was den Startercode angeht, den wir für Sie vorbereiten. Das heißt, die Übungsblätter, da können Sie sich darauf verlassen, dass die immer genau am Donnerstag veröffentlicht werden.
sodass Sie dann ausreichend Zeit haben, auch vielleicht vor unserem Livestream da schon mal einen Blick drauf zu werfen. Okay, so viel zum VHB-Kurs, so viel zum Ilias-Kurs. Dann gibt es noch den Discord-Server. Den zeige ich Ihnen jetzt heute nicht, weil der im Moment noch relativ unspektakulär ist. Das ist ein ganz klassischer Discord-Server mit ein bisschen Support-Kanälen. Da schreiben Sie uns einfach, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Wir schauen mal, wie wir den im Laufe des Semesters noch ein bisschen mehr verwenden können. In Regensburg gibt es ja so eine Zusatzveranstaltung dazu, eine praktische Übung noch zum Kurs, der besucht werden muss, laut Modulkatalog, oder die besucht werden muss. Vielleicht ziehen wir da so ein bisschen was noch in den Discord-Server rein. Das entscheiden wir alles mit Ihnen gemeinsam. Im Moment ist es einfach ein Discord-Server, wo Sie mit uns sprechen können, wo Sie untereinander auch sprechen können. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt zeigen. Okay. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir noch ganz kurz so ein bisschen auf den Kurs im Allgemeinen. Ich habe ein paar Folien vorbereitet, mache ich normalerweise im Livestream nicht, aber heute bietet sich das an. Wir brauchen den Bildschirm. Wenn Sie sich die Lernmaterialien schon angeschaut haben, haben Sie eh schon ein paar Materialien oder ein paar Folien davon gesehen. Wir gehen die trotzdem heute noch mal ganz kurz gemeinsam durch. Ich zeige Ihnen jetzt einfach ein bisschen was zu den Zielen und Inhalten des Kurses und dann vielleicht auch einen kurzen Ausblick auf das, was wir uns im Anschluss vielleicht noch in so einem kleinen Hello World Beispiel gemeinsam anschauen können. Erstmal zu dem, warum Sie hier sind und was wir gemeinsam mit Ihnen tatsächlich machen möchten. Wir wollen uns ja, und das ist der Kern von diesem Kurs, der inhaltliche Kern, mit dem Android-Framework auseinandersetzen. Das ist diese Säule in der Mitte. Sie lernen, wie Sie kleinere oder vielleicht auch gar nicht so kleine Android-Anwendungen selber implementieren können. Es gibt so ein paar kleine Einschränkungen. Wir werden zum Beispiel Java einsetzen anstatt Kotlin, weil das für die meisten Leute einfach die Programmiersprache ist, die sie schon beherrschen. Und wir wollen nicht zu viele Sachen gleichzeitig machen. Sie müssen sich jetzt zum Teil vielleicht komplett in dieses Konzept von Anwendungsentwicklung oder Anwendungssoftware nochmal neu hereinarbeiten, weil sie vielleicht tatsächlich erst eine ganz grundlegende OOP-Vorlesung oder so gehört haben. Das heißt, dieses ganze Konzept, komplexere Anwendungen, komplexere Software, die ein Nutzer oder Nutzerin hat, zu entwickeln, ist neu für sie. Das Android-Framework ist neu für sie. Vielleicht ist auch der Anspruch, den wir an die Qualität der Software haben, neu für Sie, und da wollen wir nicht noch was Neues machen und neue Programmiersprache einführen. Deshalb nutzen wir jetzt hier im Kurs Java. Kurze Frage an Sie alle. Wer von Ihnen kann oder beherrscht die Programmiersprache Java noch überhaupt nicht? Gibt es da irgendjemanden, der sich jetzt hier in den Kurs verirrt hat und der tatsächlich kein Java kann? Sie können ja einfach mal, blöde Frage, gebe ich zu für den Chat. Negative Fragen sind immer blöd. Wer von Ihnen beherrscht in Java oder hat zumindest irgendwie so einen Grundlagenkurs Java schon mal gehört? Können Sie einfach mal hier oder so in den Chat reinschreiben, wenn das für Sie zutrifft. Okay, das die Leute, die schreiben, dass sie Java-Kenntnisse haben, das ist gut und ist auch eine wichtige Voraussetzung für den Kurs. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, Java zu nehmen, nicht Kotlin zu nehmen, was ja eigentlich die modernere Art und Weise wäre, Android-Anwendungen zu entwickeln, weil das eine dieser vielen Hürden, die man dann zusätzlich überwinden müsste, rausnimmt für die meisten Leute. Aber alles andere schauen wir uns an. Wir schauen uns die wichtigsten Prinzipien des Android-Frameworks an. Wir schauen uns an, wie man bestimmte Probleme dort mit aktuellen Mitteln löst. Wir schauen uns an, wie wir Netzwerkkommunikation
in Android-Apps reinbringen, wie wir grundlegende User-Interfaces aufbauen, wie wir die Sensoren, die es auf dem Smartphone gibt, sinnvoll einsetzen können. Das ist alles ganz spezifisches Android-Material, also Framework-Umgang, den wir uns anschauen. Und sie lernen natürlich auch über Android hinaus, wie man so ganz allgemein mobile Apps entwickelt. Also vieles von dem, was wir uns spezifisch mit Android anschauen, hat natürlich auch eine Bedeutung für andere mobile Plattformen. Also das Einhalten von bestimmten Interaktionsguidelines, diese Auseinandersetzung mit dem mobilen Smartphone als vielleicht eine Plattform, die ganz anders funktioniert als der Desktop, was die Eingabe angeht, was auch die Möglichkeiten angeht. Da gibt es ganz, ganz viel, was wir uns, auch wenn wir es uns spezifisch für Android anschauen, dann übertragen können. Und das sind die Sachen, die dann so in die linke Richtung, also in die Säulen 1 und 2 gehen. Sie lernen hier auch Grundlagen der Anwendungsentwicklung. Anwendungsentwicklung jetzt in dem Sinne, dass wir Software für Nutzer und Nutzerinnen schreiben, dass wir uns stärker damit auseinandersetzen, dass die Programme, die wir schreiben, tatsächlich einen Zweck erfüllen, irgendjemandem etwas Gutes tun und wie wir das in einer möglichst gebrauchstauglichen Art und Weise tatsächlich implementieren. Das heißt, wir werden uns mit so ein paar Sachen, die Sie schon kennen, eventbasierte Programmierung, ein bisschen ausführlicher auseinandersetzen müssen. Wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, dass es auch bestimmte Best Practices oder vielleicht sogar Entwurfsmuster, Patterns gibt, die man einsetzt, wenn man eben so ein bisschen höherwertige, anspruchsvollere Software für Nutzer und Nutzerinnen schreibt. Und das können Sie auf jeden Fall dann nach diesem Kurs auch auf andere Frameworks und Programmiersprachen übertragen. Und was wir auch machen werden und was Sie auch übertragen werden können, sind einfach verbesserte Skills im Bereich der Programmierung. Wir werden nochmal ein bisschen genauer schauen, was ist denn eigentlich guter Quellcode, was ist gutes Software-Design, vielleicht sogar so ein bisschen, was ist gute Software-Architektur. Da müssen wir schauen, ob wir so weit kommen. Aber das ist auch was, wo Sie durch diesen Kurs, durch die Übungsaufgaben, die Sie machen, durch das Material, was wir Ihnen anbieten, durch das Feedback, was wir Ihnen anbieten, besser werden im Bereich der Programmierung, im Bereich ganz speziell der objektorientierten Programmierung. Und was Sie auch machen werden in diesem Kurs ganz am Ende, ist ein kleines Teamprojekt implementieren. Das Abschlussprojekt von diesem Kurs wird in Gruppen von 2, 3, vielleicht 4 Leuten durchgeführt. Und da, für viele von Ihnen zumindest, sammeln Sie wahrscheinlich das erste Mal auch Erfahrungen im Rahmen von so einem Gruppenprojekt. Wenn Sie jetzt in Regensburg studiert haben, den OOP-Kurs nur besucht haben, da haben Sie ja bis jetzt immer nur alleine gearbeitet. Und jetzt lernen Sie in diesem Kurs oder haben die Möglichkeit zu lernen, wie Sie auch gemeinsam so einen halbwegs komplexes Softwareprojekt auf die Beine stellen und das implementieren. Themen werden wir Ihnen vorgeben, wir werden Sie dadurch begleiten, das heißt, Sie werden nicht komplett ins kalte Wasser geschmissen, aber Sie sammeln hier das erste Mal Erfahrung, wie man sowas in der Gruppe angeht, wie man da bestimmte Werkzeuge einsetzt, wie man allgemein kollaborativ Software entwickelt. Wie machen wir das Ganze? Wir starten jetzt in der ersten Semesterwoche, indem wir erstmal kurz klären, ob die Grundlagen da sind. Ich habe ja schon Sie ein bisschen gefragt, ob Sie Java halbwegs beherrschen. Es gibt auch so eine kleine Umfrage im Ilias-Kurs, da können Sie gerne nochmal teilnehmen und uns sagen, was so Ihre Vorkenntnisse sind. Dann können wir das alles ein bisschen besser auf Sie einstellen. Was Sie machen müssen, ist, Sie müssen uns nachweisen, dass Sie diese notwendigen Qualifikationen auch wirklich haben, um in diesen Kurs einzusteigen. Also Sie müssen bestimmte Kenntnisse auf dem Gebiet von Java haben, damit es für Sie auch Sinn ergibt, diesen Kurs zu besuchen. Gibt es jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten. Wenn Sie Medieninformatik oder Informationswissenschaft an der Uni Regensburg studieren, dann ist dieser Kurs ja fest in Ihrem Curriculum verankert und dann reicht es aus, wenn Sie nachweisen, dass Sie die OOP-Vorlesung erfolgreich bestanden haben. Das ist die Qualifikation, die Sie für diesen Kurs brauchen. Wenn Sie aus irgendeinem Grund genau diesen Kurs, also die OOP-Vorlesung bei mir, schon erfolgreich belegt haben, als Externer oder externe Studentin, weil Sie vielleicht irgendwie ein anderes Fach studieren, dann reicht es auch aus, geben Sie mir dann einfach nur kurz Bescheid, schreiben Sie mir eine E-Mail. Wenn Sie nicht an der Uni Regensburg studieren
oder wenn Sie diesen Kurs nicht besucht haben, dann müssen Sie einen kleinen Qualifikationstest machen innerhalb der ersten Woche. Den können Sie ab heute 12 Uhr im Ilias-Kurs starten. Der ist bis Freitag verfügbar. Und das ist wirklich für alle Leute, die schon mal irgendwie eine Java-Vorlesung gehört haben, überhaupt kein Problem. Das sind ein paar Multiple-Choice-Fragen zu Java. Und es sind drei kleine Programmieraufgaben. Da implementieren Sie eine Filterfunktion für eine Liste. Sie schauen sich nochmal ein bisschen an, wie Arrays und Strings funktionieren. Und Sie machen so ein kleines bisschen Klassenmodellierung mit auch Interfaces. Aber das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Suchen Sie sich irgendwann in dieser Woche eine ruhige Stunde aus, wo Sie Zeit haben dafür. Schauen Sie vorher nochmal in die Unterlagen von irgendwelchen Kursen, die Sie besucht haben, probieren Sie vielleicht selber noch mal ein paar Sachen aus und dann setzen Sie sich hin und machen diesen Qualifikationstest. Ich glaube, Sie haben 45 Minuten oder so Zeit für diese Aufgaben. Wir schauen uns das dann an und dann bestätigen wir Ihnen, dass Sie die Qualifikation haben, hier an dem Kurs teilzunehmen. Also eigentlich kein so großes Ding, aber wir müssen das nachweisen, weil so ganz ohne Java-Kenntnisse wird Ihnen das keinen Spaß machen. Gleichzeitig Anwendungsentwicklung, Android Framework und Java lernen, das wird nicht so wirklich funktionieren. Okay, erste Semesterwoche Qualifikationstest, danach starten wir in den Kurs mit diesen 14 Lerneinheiten, glaube ich, die wöchentlich aufgebaut sind und immer aus einem Foliensatz, einem interaktiven Videos, einem Übungsblatt und, wenn Sie möchten, diesem optionalen Livestream aufgebaut sind. Also das ist immer das, was so eine Lerneinheit ausmacht. Sie finden diese Sachen, wie gesagt, dann immer im Ilias-Kurs. Sie können, wenn Sie möchten, live bei diesem Livestream dabei sein. Da werden wir uns dann immer ein Thema rausgreifen aus dieser Woche und dazu ein kleines Anwendungsbeispiel bauen, live hier im Stream. Also wir programmieren dann wirklich, anders als heute, wo wir ja so ein bisschen Theorie besprechen. Wir haben diese Übungsblätter, die sollten Sie immer dann auch genau in dieser Woche bearbeiten. Sie kriegen im Discord, wenn Sie möchten, Unterstützung, Feedback dazu. Die müssen nicht eingereicht werden. Also Sie müssen eigentlich, was diese Übungsblätter angeht, überhaupt nichts nachweisen in dem Kurs. Aber natürlich sollten Sie die unbedingt machen. Am Ende von der Vorlesungszeit gibt es dann eine kleine Online-Prüfung, also eine Klausur. Die bezieht sich auf die ganzen Lerninhalte, die wir vorher gemacht haben. Und die müssen Sie bestehen. Auch das wird kein so großes Problem sein, wenn Sie aufpassen im Semester, um zu den Abschlussprojekten zugelassen zu werden. Damit Sie auf diese Abschlussprojekte optimal vorbereitet sind und damit das Ganze nicht so komplett irgendwie ungebunden ist. Sie machen irgendwie das, was Sie wollen im Semester, schreiben dann eine Klausur und dann die Projekte. Wird es während des Semesters zwei kleine Mini-Projekte oder freiwillige Studienleistungen geben. Also das sind größere Übungsaufgaben, die in sich geschlossen sind, die jedes Mal mit einer vollständigen App auch enden. Sie implementieren eine vollständige App, kleine App, aber eine vollständige App. Und die dienen dazu, dass Sie auch unter dem Semester sich ganz bewusst mit diesen Fragen, die notwendig sind, um so ein vollständiges Anwendungsbeispiel alleine zu implementieren, auseinandersetzen. Für diejenigen von Ihnen, die Medieninformatik in der Uni Regensburg studieren und diese Übung als zusätzliche Veranstaltung besuchen müssen, also das ist ja was, was über diesen VHB-Kurs hinausgeht und was Sie halt einfach laut Modulkatalog besuchen müssen, ist das auch verpflichtend. Diese beiden Studienleistungen sind verpflichtend. Sie müssen für beide Leistungen einen ernst gemeinten Lösungsvorschlag einreichen, sonst kriegen Sie die Punkte für die Übung nicht. Es gibt ganz viele Leute, die nicht in Regensburg Medieninformatik studieren. Wir würden Ihnen ganz, ganz dringend raten, diese Aufgaben trotzdem zu machen. Also nochmal, das ist, wenn Sie den VHB-Kurs einfach nur besuchen, dann gibt es diese Klausur. Und es gibt später das Projekt. Das sind die beiden Sachen, die Sie machen müssen. Alles andere können Sie frei entscheiden. Sie müssen die Übungsblätter nicht machen. Sie müssen diese Studienleistungen nicht machen. Wir würden Ihnen das aber ganz, ganz dringend raten. Und natürlich erhalten Sie genauso, während Sie daran arbeiten und wenn Sie das dann eingereicht haben, Feedback von uns.
Das heißt, sie haben da die Möglichkeit, zu ihrem Quellcode, zu ihren Herangehensweisen mit uns sich auszutauschen. Und ich glaube, dass das ungemein wichtig ist, dieses formative Feedback, bevor es dann in die Projekte reingeht. Das hilft ihnen ganz, ganz stark dabei, diesen Kurs sinnvoll zu bestreiten. Also, zwei kleine Aufgaben, die Termine dazu veröffentliche ich im Laufe der Woche, damit es auch alles formal korrekt ist für die Leute aus Regensburg. Die sind für die Medieninformatiker und Medieninformatikerinnen aus Regensburg verpflichtend. Alle anderen können, wenn sie wollen, das ignorieren. Würde ich ihnen aber nicht raten, sondern ich würde ihnen raten, dass sie das ganz bewusst auch bearbeiten und sich das Feedback von uns einholen. Wenn sie das gemacht haben, dann ist auch die Klausur überhaupt kein Problem mehr und sie bestehen die und sie können dann in die Abschlussprojekte starten. Die beginnen dann direkt nach der Klausur. Das ist normalerweise auch immer so in der ersten Augustwoche und sie haben dann Zeit bis Ende September, also bis zum Ende der Vorlesung des Semesters, ihr Projekt im Team zu bearbeiten. Die Gruppenbildung und ihr Themenvorschlag, denn sie können sich selber aussuchen, was sie für eine App bauen, das findet schon im Juli statt. Wir machen das so, dass wir ihnen kein konkretes Thema vorgeben. Wir geben ihnen ein paar Vorschläge, was man so machen könnte. Wir geben ihnen vor, was für einen Umfang ihr Projekt haben soll. Dazu gibt es dann auch im Juli noch ein bisschen mehr Informationen, aber sie suchen sich quasi aus so einem Katalog an Anforderungen aus, was sie gerne technisch umsetzen möchten und machen das dann vor dem Hintergrund eines Themas, das sie sich selber aussuchen. Dieses Projekt, dieses Softwareprojekt, das organisieren wir halbwegs professionell. Also sie werden Versionsverwaltung einsetzen, sie werden GitHub so als Plattform einsetzen, um das Ganze zu organisieren. Wir unterstützen sie im Discord dann innerhalb ihrer Teams dabei. Und wir bringen Ihnen diese Sachen, die da eingesetzt werden, natürlich dann auch noch im Laufe des Semesters bei. Ganz am Ende bewerten wir Ihre Projekte. Das Projekt macht 70% aus, diese Klausur im August macht 30% aus und daraus ergibt sich dann die Endnote. Also so viel zum Ablauf von dem ganzen Kurs. Ilias-Kurs habe ich Ihnen schon gezeigt. Da finden Sie mal die Lerneinheiten. Das ist auch so der Single Point of Truth. Also das, was im Ilias-Kurs im Forum steht, stimmt. Darauf können Sie sich verlassen. Wenn ich irgendwo was anderes schreibe, was was in Konflikt zu dem steht, was ich vorher im Ilias-Kurs geschrieben habe, dann weisen Sie mich bitte darauf hin. Im Zweifelsfall gilt das, was im Ilias-Kurs steht. Im Discord schreibe ich normalerweise auch keine falschen Sachen, aber falls es da irgendwie wegen Terminen oder so mal einen Fehler gab, das, was im Ilias-Kurs steht, gilt. Das ist auch der Ort, wo wir offizielle Sachen ankündigen. Ich werde alles wahrscheinlich auch zusätzlich im Discord posten, was ich so mit Ihnen teilen möchte, aber der Ilias-Kurs, das ist unser Kurs-Hub. Twitch ist für diesen Livestream gedacht. Ich habe da jetzt mal montags 8:30 Uhr reingeschrieben, können wir aber noch gemeinsam ändern. Und Discord nochmal ist unsere parallel zum Ilias-Kurs verfügbare Kommunikationsplattform. Da geht es einfach ein bisschen schneller, sich auszutauschen als über das Forum. Wenn Sie Fragen haben zu den Übungsaufgaben, zu den Lerneinheiten, einfach dort stellen. Und ganz wichtig, dort können Sie auch untereinander sich unterhalten. Das ist ja meistens fast hilfreicher, wenn Sie uns fragen, also mich oder einen der beiden Tutoren, dann antworten wir Ihnen auch. Aber wenn wir irgendwie 50, 60 Leute im Kurs sind und drei Leute nur die Fragen beantworten würden, könnte es ein bisschen dauern. In häufigen Fällen oder in vielen Fällen haben ja auch Ihre Kommilitonen und Kommilitoninnen gleich schon eine Antwort parat. Das heißt, Fragen offen im Discord posten hilft wahrscheinlich am meisten. Und wir moderieren das Ganze dann auch natürlich ein bisschen, ordnen Sachen ein, korrigieren im schlimmsten Fall vielleicht Sachen. Also keine Sorge, wenn Sie glauben, dass Sie eine gute Antwort haben auf eine Frage von irgendjemand anders, einfach posten und keine Sorgen machen, dass Sie irgendwie was Falsches schreiben oder so. Wenn es wirklich so wäre, würden wir das dann schon entsprechend korrigieren. Okay, so viel erstmal zum organisatorischen Teil. Jetzt würde ich gerne
in vielleicht noch so einer halben Stunde kurz ein bisschen motivieren, warum wir hier eigentlich sind und ihnen dann das Werkzeug Android Studio ein bisschen zeigen, mit dem sie auch die ersten oder mit dem sie im Kurs arbeiten. Bevor wir das machen, würde ich aber natürlich Ihnen auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, falls Sie zu diesem ganzen organisatorischen Ablauf schon Fragen haben. Deshalb meine Frage, oder meine Aufforderung, wenn Sie jetzt irgendwelche Fragen direkt haben, schreiben Sie das doch einfach mal in den Chat rein, damit ich so ein bisschen weiß, ob es überhaupt Bedarf an Fragen steht. Können Sie gerne auch kurz in den Chat rein posten, alles ist klar oder keine Fragen, damit ich nicht ewig auf Ihre Hinweise warte, wenn Sie aber eigentlich gar keine Fragen haben. Also entweder schreiben Sie jetzt, wenn Sie irgendwie was wissen möchten, kurz Ihre Frage in den Chat oder Sie schreiben kurz keine Frage, wunschlos glücklich rein, damit ich weiß, dass wir weitermachen können. Okay, wenn ich das jetzt richtig deute, gibt es gar nichts. Weder den Hinweis, dass es keine Fragen gibt. Ah, doch, da kommt was. Okay. Dann interpretiere ich das jetzt einfach mal. Sie können ja auch immer noch Fragen einfach in den Chat reinschreiben, wenn wir schon bei einem anderen Thema sind. Da komme ich dann gerne auf vorherige Sachen zurück. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Und ich würde damit weitermachen, dass ich kurz zusammenfasse, warum wir uns eigentlich in diesem Kurs mit Android beschäftigen. Wir haben diesen Kurs vor ganz, ganz langer Zeit an der Uni Regensburg entwickelt. 2011, glaube ich, das erste Mal. Da war ich noch kein Dozent, da war ich noch Tutor und habe den Kurs damals das erste Mal mit organisiert. Und wir haben aus einem ganz bewussten Grund uns dafür entschieden, Android als Plattform zu verwenden. Wir haben einen Kurs gebraucht, der an eine Einführungsvorlesung OOP oder Java anschließt und der dieses Prinzip der Anwendungsentwicklung vermitteln sollte. Wie baue ich tatsächlich Software? Wie baue ich Software gut, die mehr ist als nur irgendwie ein kleines Beispiel aus einer Einführungsvorlesung in die Programmierung mit irgendwelchen Konsolenanwendungen oder komischen Animationen? Wie entwickle ich wirklich Software, die ein klares Ziel hat, die eine klare Gruppe von Nutzern und Nutzerinnen hat? Und wie gestalte ich User Interfaces, die gut funktionieren? Wie organisiere ich in dem Kontext meinen Quellcode in interaktiven Anwendungen? Wie sorge ich dafür, dass der wartbar bleibt, dass der qualitativ hochwertig ist? Das waren so war der Scope oder ist der Scope von so einem Anwendungskurs. Und das kann man mit ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen machen. Wir hätten irgendwie JavaScript benutzen können für das Web. Wir hätten uns mit irgendwelchen Desktop-Frameworks für Java auseinandersetzen können. Wir hätten eine ganz andere Programmiersprache machen können mit irgendwelchen anderen UI-Frameworks, Qt oder sowas, keine Ahnung. Wir haben uns für Android entschieden, weil diese mobile Plattform ungemein wichtig ist. Smartphones hat irgendwie fast jeder. Es gibt mittlerweile, ich habe jetzt diese Statistiken versucht aktuell anzupassen, über 60 Millionen Smartphone-Nutzer und Nutzerinnen in Deutschland. Das werden auch immer mehr werden, weil immer mehr Jugendliche, also die jüngeren Leute, auch tatsächlich schon relativ früh so ein Smartphone haben. Es ist auch ganz interessant, dass ein Smartphone für viele Menschen tatsächlich der Computer ist, den sie verwenden. Also so einen klassischen PC, den finden Sie kaum noch in Haushalten. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie sich das jetzt im Laufe der letzten 2 Jahre vielleicht wieder ein bisschen verändert hat, mit diesem ganzen Konzept von Homeschooling. Aber selbst da ist vielleicht dann auch eher ein Tablet das Medium, das verwendet wird. Also ganz, ganz viele Menschen nutzen Smartphones. Und für ganz, ganz viele Menschen ist dieses Smartphone nicht nur ein zusätzliches Gerät, wie vielleicht für viele von uns, die ja auch im Rahmen ihres Studiums wahrscheinlich
sehr viel mit einem klassischen Desktop-Rechner oder einem Laptop arbeiten. Für ganz, ganz viele Leute ist das das Gerät, wenn diese Menschen über das Konzept von einem Computer denken. Das ist auch vielleicht der einzige Computer, den sie haben. Da steht vielleicht kein Desktop-Rechner mehr zu Hause rum oder liegt kein Laptop rum, sondern wenn man irgendwas machen möchte mit einem Computer, nutzt man das Smartphone. In manchen Fällen vielleicht auch ein Tablet. Sieht man auch daran, dass dieser Anteil an Mobilgeräten, die auf Dienste im Internet zugreifen, immer größer wird. Und sieht man so ein bisschen auch daran, dass sich sukzessive dieser Anteil an oder der Marktanteil an mobilen Apps, was die Softwareverkäufe angeht, immer weiter gesteigert hat. Also Smartphones sind irgendwo ein Markt oder Apps sind irgendwo ein Markt. Das kann uns in diesem Kurs relativ egal sein. Das müssen wir nicht unbedingt beachten. Monetarisierungssachen und so weiter können wir, müssen wir aber nicht. Was für uns aber viel wichtiger ist, wenn wir Software entwickeln möchten, die etwas Sinnvolles für Nutzer und Nutzerinnen tut. Wir möchten irgendetwas, ein Programm entwickeln, was für eine Gruppe von Nutzern und Nutzerinnen einen Zweck erfüllt und diese Menschen glücklicher macht, die sie dabei unterstützt, irgendwelche Dinge in ihrem Leben zu tun, Probleme für sie löst, dann ist ein Smartphone mit hoher Wahrscheinlichkeit eine unglaublich gute Plattform. Ich habe das auch auf diesen Folien nochmal zusammengefasst. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus einer Folie, die Sie auch in der ersten Lerneinheit sehen, oder den Folien, die Sie in der ersten Lerneinheit sehen. Da sind diese Statistiken auch nochmal ein bisschen aktueller gehalten. Aber wenn wir Smartphones einsetzen, dann setzen wir die Plattform ein, die von vielen Leuten ständig, jeden Tag und vielleicht sogar als einzige Computerplattform verwendet wird oder direkte Computerplattform. Computer nutzen wir ja eigentlich immer, wenn wir irgendwas machen. Aber vielleicht nicht so direkt und nicht so bewusst. Und deshalb glaube ich und deshalb haben auch meine Kollegen und Kolleginnen damals geglaubt, dass es ungemein wichtig ist, dass wenn sie irgendwie so einen Informatikstudiengang studieren oder Softwareentwickler oder Entwicklerin später werden möchten, dass sie in der Lage sind, für diese Plattform Produkte zu entwickeln. Weil das eben für viele Menschen die zentrale Computerplattform ist. Und das ist die nicht ohne Grund. Also es ist nicht Zufall, dass Smartphones so populär geworden sind und eben diesen hohen Stellenwert eingenommen haben, von vielen Leuten verwendet werden. Die sind viel günstiger oder einfacher zu beschaffen als große Computer. Sie können für 100 Euro, 150 Euro wahrscheinlich ein halbwegs aktuelles Smartphone sich holen. Computer sind teurer. Smartphones sind für viele Menschen auch intuitiver bedienbar. Das ist ein bisschen Wunschdenken wahrscheinlich. Es kommt natürlich darauf an, wie wir unsere Apps bauen, aber mit so einem Touchscreen haben wir vielleicht eine bessere Grundlage, wenn wir uns anstrengen, intuitiv bedienbare User Interfaces zu bauen. Die Smartphones sind auch, dadurch, dass sie kleiner sind, immer dabei. Die sind ständig verfügbar und die öffnen dann auch ganz neue Situationen für Software, für Apps, die man da verwenden kann. Wenn Sie nur einen Desktop-Rechner haben, werden Sie den wahrscheinlich schlecht irgendwie benutzen, um sich mit irgendwie einem Barcode in der Bar oder im Restaurant jetzt in den letzten Jahren einzuchecken oder Ihren Impfnachweis oder sowas nachzuweisen. Mit einem Smartphone können Sie diese Art von Diensten nutzen, weil Sie den dabei haben, weil das so ein kleines Gerät ist. Also Smartphones durch ihren Formfaktor öffnen ganz neue Arten von Software, die man schreiben kann, die ohne ein Smartphone oder ohne so ein mobiles Gerät einfach gar nicht funktionieren würden. Die Sensoren, die da eingebaut sind, und das ist so eine Wechselbeziehung, die öffnen auch wieder ganz neue Arten von Anwendungen, die wir vielleicht schreiben können, und die sind auch eingebaut, weil es diese Art von Anwendung gibt. Also ein Beispiel rausgegriffen, sowas wie ein GPS-Empfänger, der die Position von diesem Gerät und damit den Nutzern und Nutzerinnen lokalisiert. Der macht solche Sachen wie Navigation möglich. Auch hier mit anderen Plattformen, mit anderen Formfaktoren vielleicht nicht unbedingt so realisierbar. Also Smartphones sind aus ganz, ganz vielen Gründen interessant, sind
auch einfach faktisch für viele Nutzer und Nutzerinnen die Computerplattform der Wahl, und deshalb beschäftigen wir uns damit. Wir beschäftigen uns nicht mit Android oder so, weil wir das zufällig ausgelost haben. Wir beschäftigen uns nicht mit Android und mobilen Plattformen, weil wir das irgendwie für fancy oder so halten, sondern weil das eine unglaublich wichtige Plattform für die Softwareentwicklung ist und Sie das einfach lernen sollten. Nicht unbedingt nur Android, aber vieles von dem, was Sie jetzt konkret bei Android lernen, können Sie übertragen auf andere Sachen wie iOS oder so. Und damit wir das machen können, brauchen wir ein paar Werkzeuge. Denn so eine Smartphone-App zu entwickeln, ist ein bisschen komplizierter als eine Java-Anwendung zu bauen, die Sie ja im Zweifelsfall mit einem Texteditor und dem Java-Compiler hinbekommen. Bei einer Android-App gibt es ein bisschen mehr zu tun und ein bisschen mehr sich anzuschauen. Sie müssen auch hier wieder Quellcode schreiben und Sie müssen diese Anwendung kompilieren. Aber dann geht es erst richtig los. Dann muss aus diesem kompilierten Java-Code ein Paket zusammengebaut werden, das dann auf einem Smartphone installiert werden kann. Dieses Paket muss auch auf ein Smartphone, ein echtes oder ein virtualisiertes, ein Emulator übertragen werden. Dann muss diese App da installiert und ausgeführt werden. Sie brauchen, um eine Android-App zu bauen, relativ viel an zusätzlichen Framework-Klassen. Es gibt ein ganzes Software-Development-Kit, was notwendig ist. Es gibt ganz viele Libraries, ganz viele System-Libraries, aber auch externe Libraries, die Sie einsetzen müssen. Es gibt einen ganzen Tool-Stack an Werkzeugen, die nur dazu dienen, diese anderen Werkzeuge zu koordinieren. Gradle, so als Plattform, mit der diese komplexen Prozesse dann gesteuert werden. Und warum sage ich Ihnen das alles? Um Ihnen kurz zu motivieren, warum wir uns mit dieser Software jetzt auseinandersetzen, Android Studio. Denn dieser ganze Vorgang, so eine App zu bauen, der ist relativ komplex, habe ich jetzt versucht irgendwie darzulegen. Und wir wollen das so einfach wie möglich haben. Und deshalb nutzen wir, und ich glaube, es gibt auch fast keine Alternative. Also man kann auch eine Android-App ohne eine Entwicklungsumgebung implementieren. Das ist dann sehr viel aufwendiger, aber es ist möglich. Trotzdem, wir benutzen Android Studio, weil das diese ganzen Probleme, diese ganzen Aufgaben, die ich jetzt gerade auf der Folie vorher gezeigt habe, vor Ihnen versteckt und vor Ihnen abnimmt. Ich zeige Ihnen das gleich ganz praktisch an einem Beispiel. Aber eigentlich, wenn Sie Android Studio installiert haben und das eingerichtet haben einmal, dann müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen. Dann drücken Sie auf den Knopf und dann wird Ihr Quellcode automatisch zu einer Android-Anwendung, die, wenn Sie dann irgendwie Ihr Smartphone angeschlossen haben, auch automatisch installiert und ausgeführt wird. Oder wenn Sie so einen Emulator haben, so ein virtuelles Gerät, direkt dort auf Ihrem Rechner angezeigt wird. Das heißt, Android Studio als Entwicklungsumgebung, so wie Sie das auch aus anderen Kursen gewohnt sind, nimmt Ihnen wieder Arbeit ab und reduziert diesen ganzen komplexen Vorgang auf das Klicken auf den Button. Und genau das würde ich jetzt gerne mal mit Ihnen machen. Ich baue mal ganz kurz ein bisschen um hier. Und bin so jetzt wieder bei Ihnen. Ich zeige Ihnen jetzt einfach mal, wie Sie mit Android Studio so ein kleines Hello World Programm implementieren, entwickeln können. Das ist auch der Inhalt, den Sie im ersten Übungsblatt machen und den Sie, wenn Sie in Regensburg diese Übung besuchen, dort auch in dieser Woche mit den Tutoren und Tutorinnen durchgehen werden. Ich mache das jetzt einfach nur mal zusätzlich, damit wir gemeinsam einen Blick auf diese Software werfen, Sie vielleicht so ein paar Sachen schon mal gehört haben, bevor Sie sich dann mit den Sachen selber beschäftigen oder mit den Tutoren und Tutorinnen zusammen in den Übungen beschäftigen, hilft einfach dabei, dass Sie da nicht komplett irgendwie neu und ohne irgendwie vorher schon mal ein paar Sachen gehört zu haben, sich mit beschäftigen müssen. Ich gehe jetzt davon aus, dass Android Studio installiert ist.
Das ist auch gar nicht so ein großes Problem. Auch das wird im ersten Übungsblatt erklärt. Aber eigentlich müssen Sie nur auf eine Webseite gehen, eine Setup-Datei runterladen und das auf Ihrem Rechner installieren. Das ist übrigens auch für diese erste Woche eins Ihrer Lernziele. Sie sollten auf jeden Fall dahin kommen, dass Sie am Ende dieser Woche eine funktionierende Entwicklungsumgebung auf Ihrem persönlichen Arbeitsgerät eingerichtet haben. Also Android Studio sollte funktionieren, Sie sollten Emulator haben und Sie sollten das Starterpaket für die nächste Übungsaufgabe, das wird dann am Donnerstag veröffentlicht, in dieser Entwicklungsumgebung öffnen und bearbeiten können. Das sollte so das technische Ziel für diese Woche sein, weil dann haben Sie das einmal erledigt und dann können Sie sich in dem restlichen Kurs eher auf die inhaltlichen Sachen konzentrieren. Wenn es da irgendwelche Fragen gibt, wenn es da Probleme gibt, direkt auf uns zukommen, Fragen stellen. Wir haben im Ilias-Kurs auch so ein kleines FAQ vorbereitet, wo wir ein bisschen was an den häufigen Problemen schon mit entsprechenden Lösungsvorschlägen versehen haben. Aber ganz, ganz wichtig, sorgen Sie dafür, dass im Laufe dieser Woche Ihre Entwicklungsumgebung funktioniert. Wenn es Fragen gibt, direkt melden, so schnell wie möglich klären, sodass Sie sich dann spätestens ab der nächsten Woche inhaltlich mit den Sachen auseinandersetzen können. Ich habe Android Studio schon installiert und wenn Sie Android Studio das erste Mal starten, dann gibt es so einen kleinen Setup-Dialog. Der wird im Übungsblatt beschrieben. Der ist aber auch für Sie als Leute, die jetzt nicht komplett irgendwie dem Thema Programmieren fernstehen, relativ selbsterklärend. Und wenn Sie Android Studio dann eingerichtet haben und nochmal starten, dann kommt in der Regel dieser Splash-Screen oder dieses Dashboard, wo Sie neue Projekte öffnen oder erstellen können und auch hier Ihre Projekte, die Sie zuletzt bearbeitet haben, wenn da welche sind, öffnen können. Ich würde jetzt einfach mal das Erstellen von einem neuen Android-Projekt mit Ihnen durchgehen. Dann würde ich Ihnen kurz zeigen, wie Sie auf Ihrem Rechner so einen Emulator einrichten, wenn Sie nicht ein physikalisches Gerät zum Testen Ihrer Android-Apps benutzen wollen. Und dann würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir ein kleines bisschen was im Code ändern oder so, damit wir ein bisschen was programmiert haben. Und dann ist der Stream auch vorbei und Sie können dann in die nächsten Lehrveranstaltungen wechseln. Also, wenn Sie ein neues Projekt aufmachen, also eine neue App anlegen möchten, dann gibt es einen kleinen Wizard, der Sie da durchführt und der sorgt dafür, dass die richtigen Dateien zusammengebaut werden, dass die Codestruktur erstellt wird, mit der Sie dann loslegen können, Ihre eigenen Ideen umzusetzen. Android-Projekte oder Android-Studio-Projekte sind wieder wie Projekte auch von aus IntelliJ, falls Sie das noch aus anderen Kursen kennen, einfach einen Ordner auf Ihrer Festplatte und da sind alle Daten gesammelt, alle Dateien gesammelt, die zu Ihrem Projekt gehören. Sie haben die Möglichkeit, sich auszusuchen, was Sie für eine Art von App entwickeln möchten und das sind einfach verschiedene Templates. Also wir können ja mal ein bisschen reinschauen. Vielleicht wollen Sie direkt starten mit so einer Activity. Das ist immer ein Screen Ihrer Anwendung, der eine Google Maps-Karte ist, weil Sie eine Navigationsanwendung bauen möchten. Vielleicht brauchen Sie eine App, die so eine Top-Level-Navigation ganz unten hat. Kennen Sie vielleicht aus manchen Beispielen so Icons am unteren Bildschirmrand, mit dem Sie zwischen verschiedenen Bereichen Ihrer Anwendung hin und her navigieren können oder irgendwas ganz anderes. Also ganz, ganz viele Vorlagen für unterschiedliche Arten von Anwendungen. Wir machen jetzt einfach mal eine leere Activity. Also einen leeren Bildschirm für unsere erste App. Dann gehen wir weiter, dann können wir da verschiedene Namen eingeben, verschiedene Daten eingeben. Können der App zum Beispiel einen Namen geben. Ich nenne die jetzt mal Hello Android. Dann haben Sie so einen Package Name. Das kennen Sie schon aus Java, das Prinzip. Das ist der Identifier für Ihre Anwendung, unter anderem auch. Der ist ganz wichtig. Den können Sie aber jetzt bei diesen Demos und so weiter mehr oder weniger ignorieren oder irgendwas hinschreiben, was Ihrer Meinung nach ganz gut passt. Später, wenn wir richtige Anwendungen bauen, dann wird er nochmal interessant, dieser Package Name. Im Moment ist es aber relativ egal. Dann sagen Sie, wo auf Ihrem Rechner dieses Projekt abgelegt werden soll. Bei mir liegt es auf der Festplatte eher in irgendwie einem Pfad und ganz am Ende in einem Ordner Hello Android 2.
Und dann suchen Sie sich aus, mit welcher Programmiersprache Sie arbeiten möchten. Ich habe schon erwähnt, es gibt zwei Alternativen für Android, Kotlin und Java. Wir benutzen in diesem Kurs Java. Nochmal der Hinweis, Kotlin wäre eigentlich die modernere Art und Weise, Android-Apps zu bauen. Java funktioniert aber immer noch, wird auch weiter funktionieren. Und weil das für viele die Programmiersprache ist, die Sie ja auch schon können, nutzen wir die und führen jetzt nicht eine komplett neue Programmiersprache ein. Klammer auf, komplett neu wäre Kotlin auch nicht. Also wenn Sie sich gut mit Java auskennen, können Sie da relativ gut umsteigen, wenn Sie möchten, aber in diesem Kurs nicht. Dann sagen wir, für was für eine Art von Android-Gerät oder Android-Plattform wir unsere App bauen möchten. Sie wissen das vielleicht schon, wenn Sie sich die Lernmaterialien angeschaut haben oder wenn Sie einfach selber auch ein Android-Gerät haben. Und auch wenn Sie keins haben, werden Sie das mitbekommen, dass es von Android ganz viele Versionen gibt. Dieses Betriebssystem wird immer neu überarbeitet und dann kommt eine neue Android-Version raus. Und Sie können hier sagen, was für eine Mindestversion ein Gerät haben muss oder ein Nutzer, eine Nutzerin auf ihrem Gerät installiert haben muss, damit ihre Anwendung funktioniert. Das ist eine wichtige Entscheidung, weil Sie, je nachdem, was Sie hier auswählen, unterschiedliche Möglichkeiten im Code haben. Je höher Sie diese Version einstellen, desto mehr von den aktuellsten und neuesten Features können Sie nutzen in Ihrem Quellcode. Mit jeder Version funktioniert die Programmierung von Android-Apps immer ein bisschen unterschiedlich. Es gibt neue Features, die Sie nutzen können. Es gibt vielleicht auch neue Einschränkungen, was Datenschutz oder was Berechtigungen oder sowas angeht. Und an der Stelle müssen Sie irgendwie so eine Entscheidung treffen. Unterstütze ich möglichst viele Geräte? Deshalb wähle ich hier eine niedrige Version aus, kann dafür aber bestimmte Features nicht nutzen. Oder benutze ich eine möglichst aktuelle Fassung von Android? Kann dann unter Umständen bestimmte Features nutzen, die ich woanders nicht nutzen kann, aber dafür wird meine Anwendung auf älteren Geräten nicht funktionieren. Es gibt da diesen schönen Graphen, den Sie sich anschauen können. Und das ist die Verteilung der Android-Geräte, ich glaube, auf der Basis der Geräte, die den Play Store nutzen. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, was diese Datengrundlage ist. Die kommt von Google, die werden das schon irgendwie wissen. Ich weiß es nicht, ob es tatsächlich alle Android-Geräte sind, die gerade aktiv sind, oder ob es vielleicht wirklich eher die Play Store-Geräte sind. In beiden Fällen ist es aber für uns ein ganz gutes Maß, weil im Zweifelsfall wollen wir über den Play Store unsere App verteilen. Und hier können Sie sehen, welche Android-Version wird von wie vielen Geräten unterstützt. Und wenn wir jetzt hier ganz unten mal hinschauen, aktuellste Version, Android 11, Klammer auf, ist gar nicht die aktuellste Version. Mittlerweile gibt es ja Android 12, aber mehr oder weniger nur für ausgesuchte Google-Geräte. 11 ist so die letzte Version, die aktuellste Version, die auch flächendeckend von allen Herstellern auf modernen Geräten ausgerollt wird. Und da sehen Sie, nur 25% ungefähr von den Geräten unterstützen diese Version. Das heißt, wenn wir diese Version auswählen würden, würde unsere App auf 75% der Geräte, die es gibt, nicht funktionieren. Deshalb versuchen wir da irgendwie so einen Sweet Spot zu erreichen und wir haben uns im Kurs darauf geeinigt, dass wir hier, ich glaube, die Version 29 auswählen. Das heißt, in 50% der Geräte funktioniert das und wahrscheinlich wird es bei den meisten von Ihnen auch auf den Geräten funktionieren, die Sie so physikalisch haben. Wenn wir jetzt herausfinden, dass 90% der Leute alle noch mit Android 9.0 oder so unterwegs sind, dann würden wir unsere Materialien auch entsprechend anpassen, dass sie dann auch die Chance haben, das auf ihrem Gerät auszuprobieren. Wenn sie eh kein Android-Gerät haben, kann ihnen das eigentlich völlig egal sein, weil sie sich ein virtuelles Gerät mit der Android-Version einrichten können, die sie haben möchten. Wenn sie das ausgewählt haben, schließen sie den Dialog ab und dann dauert es ein bisschen. Dann richtet Android im Hintergrund dieses Projekt ein. Das dauert je nachdem, was wir sie für einen Rechner einsetzen, ein bisschen. Gradle ist da jetzt im Hintergrund aktiv. Was das ist, werden wir im Lauf der Zeit noch ein bisschen genauer anschauen. Um es ganz kurz zu machen, Android Studio ist das
User-Interface, mit dem wir entwickeln. Gradle ist im Hintergrund das Tool, was diese ganzen verschiedenen Aufgaben ausführt, die notwendig sind, um ihre Android-App zu kompilieren und auf ihren Rechner zu bringen. Das heißt, Gradle ist so die Schnittstelle zwischen den eigentlichen SDK-Tools und Entwicklungstools und Android Studio. Und immer wenn Sie sehen, dass irgendwo aufpoppt, Gradle macht irgendwas, dann ist das wahrscheinlich relativ wichtig, weil einfach dafür gesorgt wird, dass Ihr Projekt dann später ausgeführt werden kann. Okay, wenn Ihre, wenn diese, wenn diese Anwendung initialisiert ist und Android Studio das alles mit Gradles Hilfe komplett richtig eingerichtet hat, dann sehen Sie so eine Darstellung, die Ihnen wahrscheinlich bekannt vorkommt, wenn Sie schon mal irgendwie eine IntelliJ-basierte Entwicklungsumgebung benutzt haben. Android Studio basiert ja auch auf IntelliJ. Wir haben unseren Quellcode, wir haben so eine Projektübersicht, da sind die ganzen Dateien drin, aus denen unser Projekt aufgebaut ist. Ein bisschen mehr, als Sie das vielleicht aus einer Java-Anwendung kennen. Und wir können loslegen mit dem Programmieren. Was wir brauchen, um diese erste App, und die kann in diesem Zustand schon ausgeführt werden, zu testen, ist ein Android-Gerät. Wir können entweder über ein USB-Kabel ein Android-Gerät anschließen. Sie sehen jetzt hier oben, ich habe auch tatsächlich gerade zufällig ein Android-Tablet angeschlossen. Deshalb wird mir das hier angezeigt. Das könnte ich jetzt direkt ausführen. Was Sie auch machen können, ist, Sie können mit Android Studio, ich zeige Ihnen das einmal, wenn Sie unter Tools und Device Manager sich mal diese Ansicht öffnen, ein virtuelles Android-Gerät erstellen. Und dieses virtuelle Android-Gerät dient dann dazu, Ihre Anwendungen zu testen. Das heißt, Sie erstellen so einen Emulator auf Ihrem Rechner und Sie führen auf Ihrem Rechner ein Android-Gerät aus, das Sie dann zum Debugging benutzen können. Das ist wahrscheinlich in den meisten Fällen auch das Mittel der Wahl und mittlerweile können Sie fast alles, was Sie auch mit einem physikalischen Gerät machen können, auch mit dem Emulator machen. Also ein virtuelles Android-Gerät hat für das, was wir im Kurs machen, wenig Nachteile. Während des Debuggings ist es immer wichtig, auch physikalische Geräte zum Testen zu verwenden, aber für das, was wir jetzt machen, reichen solche virtuellen Geräte völlig aus. Ich weiß gar nicht, welches Theme ich gerade habe. In Android Studio kann ich später mal in den Discord posten oder nächstes Mal im Stream sagen. Weiß ich aber auswendig gar nicht. Irgendwas Dunkles und nicht der Standard-Theme. So ein virtuelles Gerät, das richten Sie auch denkbar einfach ein. Wenn Sie diesen Device Manager haben, dann gehen Sie auf Create Device und dann suchen Sie sich einfach aus, was Sie für ein Android-Gerät gerne hätten. Wollen Sie ein Telefon haben? Wahrscheinlich in den meisten Fällen. Sie können aber auch ein Tablet emulieren oder einen Fernseher emulieren oder irgendwie so eine Autokonsole emulieren, wenn Sie irgendwie speziell für dieses Android-Car-System entwickeln. In den meisten Fällen wollen wir ein Smartphone. Wir suchen uns aus, wie groß soll das sein? Pixel 5, keine Ahnung. Dann suchen Sie sich aus, was für eine Android-Version auf diesem Gerät laufen soll. Können wir zum Beispiel sagen, wir wollen diese Q-Version. Das ist ja auch das minimale, die minimale Version, die unsere App unterstützt, installieren. Sie können aber auch jede andere Android-Version auf diesem virtuellen Gerät installieren. Wenn das noch nicht heruntergeladen ist, müssen Sie dieses Image vorher herunterladen. Und danach dann Ihr Gerät einrichten. Sie bestätigen dann die Auswahl, klicken sich einfach durch, können dem Ganzen noch einen Namen geben, wenn Sie möchten, können auch ein paar zusätzliche Einstellungen auswählen, wie zum Beispiel hardwarebeschleunigte Darstellung, was das Ganze noch mal ein bisschen schneller macht. Am Ende schließen Sie das Ganze einfach ab und dann haben Sie hier ein neues virtuelles Gerät. Und das können Sie mit diesem Pfeil hier einfach starten, dann öffnet sich ein zweites Fenster. Das ist mittlerweile direkt in Android Studio integriert und dann wird in diesem Fenster hier ein Android-Gerät gestartet. Also auch wenn das dann auf Ihrem Rechner emuliert wird, virtualisiert wird, ist das ein voll funktionsfähiges Android-Gerät. Das
hat auch den kompletten Bootprozess, schaut auch aus wie ein Android-Gerät. Wir können, wenn wir möchten, auch die Sensoren verwenden, Sie können die Kamera verwenden, das schauen wir uns alles im Laufe des Semesters genauer an. Aber Sie haben jetzt hier auf Ihrem Rechner die Zielplattform in Form von einem virtuellen Gerät, um Ihre App, die Sie hier als Quellcode sehen, auszuführen und zu testen. Und jetzt haben wir unsere Arbeitsumgebung so weit eingerichtet, dass wenn jetzt hier dieser Emulator gestartet wird, es dauert am Anfang immer ein bisschen länger, aber jetzt ist unser Emulator online. Wir haben hier unsere Android-App, unser Android-Gerät. Das können wir auch genauso nutzen wie ein normales Android-Gerät. Sie können da mit der Maus Ihre Finger emulieren, rumklicken und das Ganze ist ein ganz normales Android-Gerät. Hier haben wir unseren Quellcode. Das ist unsere erste Activity. Wir können die, wenn wir wollen, bearbeiten, neue Klassen hinzufügen, neue Layouts hinzufügen. Machen wir alles im Lauf des Semesters. Aber wir können jetzt auch aus diesem Quellcode heraus, indem wir einfach nur auf diesen Pfeil klicken, diesen ganzen Hintergrundprozess starten. Jetzt wird im Hintergrund dieser Code kompiliert. Der wird getestet, wenn Sie das möchten. Der wird in ein Paket zusammengepackt. Dieses Paket wird an das virtuelle Gerät hier geschickt, das ich aufgemacht habe. Die App wird dort installiert und dann ausgeführt. Und jetzt sehen Sie hier unser neu erstellte erste kleine Android-App. Und Sie haben nichts mehr machen müssen, außer auf diesen Pfeil zu klicken. Das heißt, dieser ganze komplexe Prozess, den übernimmt Android Studio bzw. Gradle. Und wenn Sie das einmal eingerichtet haben, können Sie das auch eigentlich für fast das ganze Semester so belassen. Android Studio starten, Ihr Projekt öffnen, Emulator starten und dann können Sie loslegen. Wenn wir jetzt hier irgendwas verändern würden im Quellcode, können wir die neue Version auch wieder im Emulator testen. Wir können das jetzt ja mal machen, kleine Änderung vornehmen. Sie sehen hier eine App und da steht Hello World. Und ich zeige Ihnen mal, warum hier Hello World steht. Warum wird dieser Text da angezeigt? Ich sehe jetzt hier, ich habe Ihnen gesagt, das ist der Quellcode von unserer App. Das ist die einzige Java-Klasse, die es gibt. Da steht nirgendwo Hello World. In Android funktionieren User Interfaces so, dass Sie an einer Stelle erstmal eine Vorlage für dieses User Interface aufbauen, in Form von solchen XML-Dateien. Da strukturieren Sie Ihr User Interface, sagen, was für Elemente sollen da angezeigt werden, welche Inhalte sollen diese Elemente haben. Und dann haben Sie Java-Klassen und diese Java-Klassen greifen auf diese vorbereiteten Layouts zu und rendern die dann. Dieses Layout für uns, das finden Sie in dieser automatisch erstellten Anwendung, in diesem RES-Ordner, das steht für Resources und Layout. Da finden Sie eine XML-Datei, Activity Main XML, die können Sie mal öffnen. Und dann sehen Sie hier so eine Vorlage oder einen einzelnen Screen in diesem grafischen Editor angezeigt. Layouts, habe ich ja eigentlich gesagt, sind in Android Studio oder in Android XML-Dateien. Die schauen auf Code-Ebene so aus. Das hier ist dieses Textelement, wo dieser Text hier drin steht. Wir haben die Möglichkeit, anstatt diese XML-Ansicht zu verwenden, so eine grafische Ansicht zu verwenden. Also Sie können Android-Layouts auch mit diesem grafischen Editor arbeiten. Wir könnten hier zum Beispiel ein neues Textview reinziehen. Wir könnten hier in diesem Textview den Text ändern. Ich kann da zum Beispiel mal Hello Android reinschreiben. Dann wird das hier auch gleich aktualisiert. Merken Sie sich nur jetzt schon, Grundlage sind immer diese XML-Dateien. Also so schauen einzelne Layouts in Android Studio aus. Ich habe jetzt hier gerade ein zweites Textview reingepackt. Das ist dann auch in die richtige Stelle von dem XML-Dokument eingefügt worden. Das kann ich auch wieder rauslöschen und dann ist es auch in dem grafischen Editor weg. Ganz, ganz wichtig, jeder Screen mehr oder weniger in Android funktioniert oder wird durch so eine XML-Datei erstmal repräsentiert.
die sie auch auf Ebene von diesem XML verarbeiten und bearbeiten können. Einzelne User Interface Elemente sind einzelne Knoten oder Elemente innerhalb des XML-Dokuments, die bestimmte Attribute haben, die wir alle kennenlernen. Diese Attribute bestimmen, was dort angezeigt wird und wie das ausschaut. Und immer wenn Sie dann diese grafischen Editoren sehen oder auch verwenden, denken Sie daran, das ist einfach nur eine alternative Darstellung von diesem eigentlichen XML-Dokument. In diesem XML-Dokument werden in bestimmten Strukturen und Hierarchien die verschiedenen User-Interface-Elemente aufgeführt. Im Moment, in unserem Fall, ist das ein einzelnes Text-View. Und ich habe jetzt schon eine Änderung vorgenommen. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Ich glaube schon. Ich habe den Text geändert. Das habe ich im grafischen Editor so gemacht, dass ich das Element angepackt habe und dann hier dieses Attribut Text geändert habe. Da stand vorher Hello World drin. Wird in unserer App, die im Moment in dem Emulator läuft, auch immer noch so angezeigt. Und ich habe diesen Text geändert zu Hello Android. Das kann ich auch hier drin machen, im XML-Dokument. Ich kann hier Hello VHB reinschreiben. Ich kann also direkt im XML die verschiedenen Attribute verändern und damit die Inhalte ändern. Das hier ist was, was man eigentlich nicht machen sollte. Das ist nicht die beste Art und Weise, wie wir Texte oder Strings in Android verwalten, die so direkt in diese XML-Attribute reinschreiben. Für heute kann das aber erstmal uns egal sein. Also ich habe jetzt hier dieses XML-Dokument verändert. Ich habe den Text hier verändert. Schauen wir mal Hello Android rein. Und habe damit den Quellcode von meiner Anwendung verändert. Und wenn ich jetzt meine Anwendung nochmal ausführe, über diesen grünen Pfeil, dann wird die App neu gebaut, neu kompiliert. Und Sie sehen jetzt hier, ich habe, glaube ich, irgendwo im XML nochmal ein Attribut rausgenommen gerade, was jetzt diese wunderbare Positionierung verursacht, dass das Ganze so rechts am Rande ist. Es kann uns aber völlig egal sein. Was nur wichtig ist, ist, hier wird jetzt ein anderer Text angezeigt. Also sobald Sie irgendwas im Quellcode ändern, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, diese Version neu auszuprobieren. Das dauert auch in der Regel nicht lange und Sie sehen das Ergebnis dann immer in diesem Emulator. Diesen Emulator, den können Sie einfach immer offen lassen. Je nachdem, was Sie für einen Rechner haben, dauert das immer ein bisschen, bis der startet. Und deshalb den einfach am Anfang einmal starten, wenn Sie eben im Programmieren loslegen, Ihr Projekt ausführen und dann immer, wenn Sie später auch was im Quellcode verändert haben, direkt das anpassen und dann im Emulator neu ausführen. Ich würde das jetzt, weil wir zeitlich auch nicht mehr so viel Zeit haben, an der Stelle einfach mal so belassen. Ich wollte Ihnen heute in dem Stream hauptsächlich so ein bisschen was zum Kurs sagen und Ihnen schon mal einen Blick auf Android Studio geben. Das können Sie jetzt in den Übungsblättern und in den weiteren Materialien vertiefen, wenn Sie möchten. Sollten Sie unbedingt auch. Und in der nächsten Woche wird das hier im Livestream ein bisschen anders funktionieren. Da werden wir nämlich dann ganz konkret auch gemeinsam programmieren und unsere ersten kleinen Android-Anwendungen dann mit den Lerneinheiten und Lernmaterialien, Lerninhalten, die in der Woche aktuell sind, aufbauen. Bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt erstmal viel Erfolg beim Einrichten Ihrer Entwicklungsumgebung, viel Erfolg beim Beschäftigen mit den ersten Lerninhalten. Weise Sie nochmal darauf hin, wenn da irgendwas nicht funktioniert, wenn Sie es nicht hinkriegen, Android Studio einzurichten, weil auf Ihrem Rechner irgendwie ein ganz bestimmtes Problem oder sowas auftritt, was wir nicht antizipiert haben, sofort im Discord melden. Also schauen Sie mal, dass Sie das, was ich Ihnen jetzt vorgemacht habe, dass hier bei Ihnen auf Ihrem Rechner, wenn Sie so ein neues Android Studio Projekt aufmachen, Sie das schaffen, dass das im Emulator ausgeführt wird, dass das Ihr Ziel für diese Woche ist. Wir machen diese Woche noch nicht viel Inhaltliches. Wir wollen wirklich da sicher gehen, dass bei allen diese technische Grundlage funktioniert und dann können wir in der nächsten Woche richtig loslegen mit dem Implementieren von Android-Anwendungen. Aber wir müssen einmal dafür sorgen, dass bei allen die Technik funktioniert. Deshalb nochmal der Hinweis, probieren Sie das aus, probieren Sie das jetzt aus und wenn es irgendwelche Fragen gibt, melden. Wir kümmern uns dann darum, dass wir da schnell Lösungen für Ihre Probleme finden.
wünsche Ihnen natürlich auch ansonsten viel Erfolg beim Start ins Semester. Ist ja für viele vielleicht jetzt auch der Start in den Vorlesungsbetrieb. Wir sehen uns, wenn Sie möchten, nächste Woche dann wieder zu einem Livestream. Wann klären wir gemeinsam im Discord bzw. im Ilias-Kurs, welche Zeiten da am besten passen. Und ich glaube, dass es das jetzt erstmal war. Auch wenn wir jetzt heute nicht so viel Inhaltliches gemacht haben, lade ich diesen Stream dann später auch hoch und verlinke den im Ilias-Kurs, falls sich da jemand noch einzelne Punkte anschauen möchte. Würde jetzt aber sagen, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bleibe vielleicht noch ein paar Minuten online. Wenn Sie Fragen haben, die können Sie einfach im Chat stellen. Ansonsten aber vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.